Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play The Pokémon Gelbe Edition. Ich bin der Marotashi B und das da ist der Pikachu. Ja, hi Leute und ja, hi. Wir spielen jetzt hier weiter und lesen uns als erstes mal dieses Schild durch. Tipps für Trainer. Es ist verboten, andere Trainern Pokémon zu. Was kommt da jetzt wohl klauen, ne? Oder stehlen oder zu fangen? Zu stehlen. Fang nur wilde Pokémon. Okay, wissen wir Bescheid. Okay, danke schön. Pikachu Dabels, es soll in Flammen aufgehen. Spaß. So, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt hier hoch und gucken da oben in der Wiese, ob wir jetzt doch mal endlich dieses eine kleine Pokémon fangen, damit wir mal endlich Rocco besiegen können. Denn das nervt mich gerade so richtig übelst. So. Ja, wie ihr seht, ist der Ton wieder aus. Ja. Das liegt daran, dass ich jetzt zwei Folgen im Voraus schon aufgenommen habe. Das soll jetzt nicht heißen, ich soll keine Comments dazu geben. Das heißt einfach nur, dass ich jetzt zwei Folgen direkt hintereinander aufnehme und deswegen noch gar keine Comments entstehen konnten und ich es deswegen noch nicht umsetzen kann. Ich werde jetzt erstmal noch so spielen, damit es erstmal noch flüssig läuft. Und ja, dann warte ich auf eure Kommentare, liebe Zuschauer. Und falls keine Comments kommen, lasse ich den Ton aus. Damit es nicht spannt. Ja, so werde ich es machen. So, hier haben wir ein Safcon, Level 4. Und volle KP-Anzahl. Jetzt machen wir doch mal Kampf, einen Windstoß und Vogel benutzt Windstoß. Ey, ich hab das immer noch nicht mit diesem BEN drauf. Saftkorn. Ich überlege gerade, was ein Turtok ist. Achso, die dritte Entwicklung von Chibi. Love for Chibi. Bei einmal Windstoß direkt Volltreffer und wir haben ihn sofort besiegt. Ja, Safcon wurde besiegt. Ausrufezeichen. Vogel erhält 41 Erfahrungspunkte. Dankeschön. Wollen wir mal hier weiterlaufen, ne? Pikachu, wie geht's denn dir? Habt ihr das gehört? Das war eine richtig verzogene, beschissene Aufnahme von Pikachu. Wenn er spricht, wenn man ihn anspricht. Tipps für Trainer. Sie haben dieses Schild schon in der letzten Folge vorgelesen. Deshalb ist es eigentlich nicht sehr praktisch, wenn Sie dieses Schild nochmal lesen. Das tut nämlich Ihre Zeit vergeuden, in der Sie trainieren hätten können. Dankeschön. Weiß ich Bescheid. So, euch kenne ich noch. Wollen wir mal hier durchgehen? So, jetzt gesagt, ich bin das erste. Genau. Komm, bitte, bitte sei das richtige Pokémon. Bitte, ich bete sogar. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Ich will kein Nidoran. Welches Level ist denn das? Nidoran Level 4. Das ist schön. Und ja, dann setzen wir doch einfach mal oben so vor die Stirn so. Damit man da besser geschützt ist. Und dann noch halt boxen kann. Kickboxen ist halt rechte Faust vor rechte Auge und rechts, links vor Kinn. Glaube ich zumindest. Ich war gucke nicht so gerne Kickbox, gucke nicht so gerne Boxen. Ich bin nicht im Verein oder so. Ich denke es mir mal so. Ach, hätte er den Kleinstein Level 10. Was glaubt ihr, habe ich eine Chance gegen diesen Kleinstein? Natürlich nicht. Guck mal, wie stark der ist. Machen wir mal Ruckzucki.
Ne, das haben wir schon wieder verloren. Das gibt doch nicht. Das Kleinstein hat uns ja jetzt schon gleich schon besiegt. Aber was mache ich denn? Nein, jetzt haben wir das Recht verloren. Und ja, das Kleinstein hat uns halt jetzt schon besiegt und gegen Oleg sind wir rechts. Entschuldigung. Erst recht verloren. Entschuldigung, ich war gerade so richtig tief im Spiel vertieft. Und ja, deswegen habe ich gerade nichts gelabert. So von meiner Seite aus. Oh, ich muss schon wieder gehen, was ist los mit dir? Eigentlich müsste ich gerade richtig ausgepowert sein. Ich komme gerade von der Schule. Ich komme von der Schule. Mit der Schule. Aha. Nein, ich komme gerade von der Schule. Und da hatten wir Sport. Wir haben somit die ersten beiden, weil jetzt Ferien ja herum sind, die ersten beiden Stunden aus Spaß rausgegangen auf dem Wolfsplatz, haben Fußball gespielt. Dann hatten wir eine Pause, da habe ich Fußball gespielt. Und danach hatten wir noch 2 Stunden Sport. Dann sind wir wieder raus auf dem Wolfsplatz gegangen und haben wieder Fußball gespielt. Und somit müsste ich so richtig ausgepowert sein, aber nicht müde. Ja, ich weiß auch nicht. So, jetzt aber. Komm schon, Kleinstein. Level 10. Alter, ich bin gerade voll neben der Spur gewesen. Es tut mir echt leid, dass das gerade so richtig im Let's Play vorkommt. Zur Info, nein, ich bin nicht besoffen. Ich habe nicht getrunken, nicht geraucht, nix, gar nix. Ich bin gerade einfach nur müde. Naja. So. Jetzt aber Windstoß und wir haben es besiegt. Oder auch nicht. Ich habe vergessen, dass das unser Gegner ist. Wir haben Kleinstein besiegt. Jetzt kommt Onyx mit einer Attacke, wir sind sofort tot. Ein Wunder, dass wir Kleinstein besiegt haben. Okay, wir haben ja auch gelevelt. Mehr oder weniger. Ja, wir haben jetzt gelevelt. Wenn wir das Onyx auch Level 15 ist. Oder Level 12. Sicherheit Level 12. Ja, mit Sicherheit. Also, ich sag, dass es Level 12 ist. Und ich wechsle. Boah, ich muss schon wieder gehen. Mein Gott, ich wechsle jetzt mit. Oh mein Gott. OMG. Wie beschiss. Ich bin so richtig an dem geilen Onyx. Der hat sogar das grüne Onyx. Wow. Das geile Onyx aus der Serie. Gewöhnen aus Pokémon Schwarz und Weiß. Und dann denk so. Immer geil, wenn ich gegen den kämpfe. Und denk so. Jetzt kommt mit Sicherheit so ein gutes Bild. So wie eine Schlange aufgedreht. Dann mit dem Kopf so raus. Weißt du, ne? Nein, das ist. Fällt mir gerade Namen nicht an. Ich habe das Bild im Kopf, aber Snake oder so. Ja, Snake, denke ich mal, heißt das. Aber da kommt das da. Das ist so richtig wie eine Halskette. So eine Halskette und mit einfach nur so ein Band mit ganz vielen Steinen, so schön gemacht. Sagen wir mal grüne Edelsteine. Denn da, wo der Kopf ist, ist der Verschluss. Und rechts, was Ende ist, dieser Punkt, der hat halt am gründlichsten, ist ja noch so ein kleiner Faden, also der Schweif. Oder wie man auch sagt,
Rute oder auf Jugendsprache Schwanz. So durch den Kopf, dann ist die Kette zu und dann kann man das nicht so umhängen. So ungefähr sieht das für mich gerade aus. Und jetzt machen wir mal Items, Trank. Und zum Vogel geben wir jetzt einen Trank. Oh, gut dabei. Jetzt macht der auch nichts in der Attacke. Unser Pro-Gamer ist tot. Oh, der macht Klammergriff. Was ist los mit Onyx? Ah, okay. Ja, jetzt habe ich es geschickt. Warum? Jetzt habe ich es geschickt. Ich hätte aber eigentlich gedacht, dass Onyx jetzt mit einer Attacke uns kaputt macht. Aber tja, ist nicht so, ne? Kreidisch. Okay, jetzt wechsle ich das Pokémon. Wechsle ich ihn mit einem Pokémon, womit ich eine etwaige Chance habe. Und jetzt tut er mit Sicherheit zu 100% eine richtig gute Attacke einsetzen und mich sofort besiegen. Nein, er setzt keine Schreie ein. Was ist los, Onyx? Was ist los mit dir? Windstoß. Aber trotzdem, selbst wenn er jetzt ganz oft keine Schreie einsetzt oder so, bin ich trotzdem am Arsch. Weil. Boah, wie wenig der nur abzieht. Hier. Der setzt der Tackle ein. Das ist ja total uneffektiv gegen uns. Mal gucken, wie sich gegen ihn hält. Nein, du bleibst da, Tastatur. Was vielleicht mehr macht. Ja, das macht dann deutlich mehr. Gut. Dann hätten wir eventuell doch eine Chance. Mal gucken, wie viel Ruckzuckkipf wir noch haben. Du sollst kein Tackle einsetzen, du sollst keine Schnee einsetzen. Komm schon. Ja, Kreideschrei. Denn wenn er Kreideschrei setzt, haben wir eine Zeit, um wieder anzugreifen. Und da er das ja stärker ist als wir, von den Attacken, Angriffspunkten und so, tut er mit einer Attacke so viel abziehen wie wir mit drei. Und somit würde ich, dass er so oft wie möglich Kreideschrei setzt. Ist natürlich jetzt nicht so übertrieben, also ich habe jetzt. Er greift jetzt nicht so übertrieben, wie ich dachte. So haben wir jetzt wirklich eine Chance, denn ich könnte gleich einmal Trank einsetzen. Ich hoffe mal, dass Rokus nicht tut, denn dann habe ich wieder mehr XP, halt voll. Er nicht. Ich kann wieder eine Runde angreifen. Und haben ihn dann vielleicht besiegt. Also ich bin jetzt so. Geduld, nice. Test. Okay, Geduld ist an sich gar nicht so. Okay, er hat jetzt Geduld, Kreideschrei, Tackle und Klammerung oder so. Klammergriff, genau. Ja, komm schon. Wir sind jetzt gleich bei der Hälfte und wir haben noch etwas Chance. Mal gucken, setzt er Kreideschrei oder was ist denn drin? Nein, Onyx greift an. Okay, ruckzuck. So. Komm, ganz viel. Okay, das geht. Jetzt greif an, aber töte mich bitte nicht. Nicht? Ja, Klammergriff. Nein, Klammergriff. Das ist an sich gut. Ich hoffe, dass ich ein Item einsetzen kann. Trank. Ja. Boah, wisst ihr, wie vor ich gerade bin? Jetzt habe ich wieder eine annähernde Chance. Soll ich angreifen? Klammergriff tut 3 Stück abziehen. Ach, das mache ich Ruckzucki. Komm schon. Ich habe gesagt, wir haben eine Chance. Da haben wir eine Chance.
Komm schon, wir haben ihn jetzt gleich. Komm schon, bitte. Boah, danke, dass du Kreischrei einsetzt. Tut zwar Verteidigung sinken, aber ich kann mich in der Zeit locker angreifen. Oh, bitte nochmal Kreideschrei. Nein, Titel. Bitte nicht so viel, nicht so viel, nicht so viel, nicht so viel, nicht so viel. Boah, ich hab nur noch 17. Boah, wenn er jetzt noch einmal Titel einsetzt, bin ich gearscht. Komm schon, das müssen wir schaffen. Er setzt Geduld ein, ja. Komm schon. Ja, komm. Boah, noch ein oder zwei Attacken und ich hab ihn. Komm schon. Okay, Onyx greift an. Bitte überlebt das. Danke. Ruckzucki, jetzt aber. Komm schon. Vogel XD. Benutzt Ruckzucki. Und. Ja! Volltreffer! Die Attacke ist nicht effektiv. Onyx wurde besiegt. I like the move it. I like the move it. I like the boom. Vogel XD lächelt mal oder andersherum. Erhält 138 EP. Pro Gamer Pokémon erhält 138 EP. Pro Gamer Pokémon erreicht Level 10. Okay, Pipi siegt Trocko. Ja. So, Leute. Das waren auch schon wieder so circa 15 Minuten. Wahrscheinlich wieder etwas mehr. Wenn es zu wenig war. Entschuldigung, wenn es zu viel war. Entschuldigung, wenn es perfekt war. Bin ich glücklich. Ich sollte mal mehr auf die Uhr achten demnächst. Und ja. Das war's mit der Folge. Ich verabschiede mich hier. Und rede jetzt noch kurz mit Trocko. Trocko hat was zu sagen. Er sagt, ich habe dich falsch eingeschätzt. Nimm den Felsorden als Zeichen meiner Erbietung. Ehrerbietung. Keine Ahnung, was dieses Wort bedeutet. Ich kann es nicht aussprechen, aber keine Ahnung. Mario LP halt den Felsorden, das ist schön. Und ja, wie gesagt, ich bin dann jetzt mal weg, ne? Bis zum nächsten Mal mit eurem Marotoshi LP und viel Spaß auch bei diesen coolen Folgen gucken. Nein, Spaß. Bye bye, Leute.